Ja, mein Name ist Dr. Gitliuzzi und ich möchte etwas über Informationsmedizin sagen. Was ist Information und was ist Medizin? Eine Information muss authentisch sein, muss nicht manipulierend sein und es ist eine reine Spiegelung von Realitäten. Medizin ist einfach auch etwas, was erkennen lässt und was einfach auch transformiert. Für mich ist also Informationsmedizin nach meiner Erfahrung eine intuitive Wissenschaft, weil Informationen, die als Medizin gegeben werden, sollen in ihrer Reinheit sein und authentisch sein. Wie hat man Zugang zu diesen Informationen? Einfach auch durch Intuition. Und das will einfach auch geschult werden. Ich habe in den letzten 15 Jahren mein Dienst ist Intuition geforscht und entwickelt weltweit mit vielen Vorträgen und hunderte von Seminaren und Ausbildungen. Und alles, was ich im intuitiven Bereich entwickelt habe, habe ich das natürlich mit Wissenschaftlern, Ärzten, Gesundheitszentren, Institute, Künstlern entwickelt. Und ich konnte eigentlich feststellen, dass niemand weiß, was Intuition ist. Alle wenden das im Wissen irgendwie an, aber nirgends wird geforscht und gelehrt. Also, Informationsmedizin ist und sollte eine intuitive Wissenschaft sein. Wozu braucht man Informationsmedizin? Wir wissen, es ist eine Tatsache, dass Krankheit oder Probleme nicht von irgendwo kommen, nicht von außen, nicht von irgendwelchen Dimensionen, sondern einfach auch Entscheidungen, die wir getroffen haben und die ein Unwohlsein grundsätzlich in unser Körper irgendwann hervorheben und dass Krankheit einfach auch ein Zeichen ist, dass wir etwas ändern können oder müssen in unser System. Die meiste Wissenschaft hat sich auch darauf spezialisiert, das zu reparieren oder manipulieren oder pflegen, das Problem. Und für mich ist einfach ganz, ganz wichtig, dass Informationen in erster Linie gegeben werden über die Entstehung. Das ist für mich Professionalität und das sind wir den Klienten oder Patienten, die mit Patienten arbeiten, einfach auch schuldig. Alles andere, was danach gemacht wird, ist ein zweiter Schritt.